Es ist 20.06 Uhr. Heute ist der für uns der 18.08. Podcast-Zeit. Ich rufe Spanien und Konnewitz. Seid ihr und da? Yeah, Konnewitz. Ja, ich bin trotzdem immer noch in Rand-Berlin. Achso, ich wusste ja nicht, ob das noch verraten werden soll. Dann Rand-Berlin. Wir spielen auch übermorgen jetzt. Ne, aus Sicht des Podcast-Sendungstages spielen wir übermorgen schon wieder in Hannover. Da kann er ja nicht ständig. Ja, ich kann das immer nicht so abstrakt denken, deswegen muss ich immer leider die Originalzeit verraten, weil ich bin mehr so ein einfach gestrickter Mensch. Und also auf jeden Fall schöne Grüße zurück nach an den anderen Berliner Rand und nach Konnewitz. Leute. Der Hammer. Wie geht's euch? Ja. Oh. Naja, bedürftig heute mir, aber davon abgesehen, ich trinke heute Kräutertee, sagen wir mal so. Ja, ich bin auch bei Grüntee heute, weil ich bin auch direkt von den Umbaumaßnahmen gekommen und will dann auch nochmal hin, deswegen will ich mich ja nicht erst hier betrinken und dann Arbeitsverweigerung begehen. Bin ich heute der Einzige mit einem köstlichen Getränk oder was? Und was hast du denn für ein köstliches Getränk? Ein köstliches Jevi. Ein Jevi, wie schön. Ein Jevi, ja. Das ist doch toll. Ja, alkoholfrei oder normal? Nee, köstlich, habe ich gesagt. Ja, Leute. Unfassbar viele E-Mails haben wir bekommen, das ist wirklich total krass. Mein Gott, habe fast den ganzen Tag gebraucht, die alle zu lesen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, krass, oder? Also, totaler Hammer. Der Livestream war ja doch erfolgreicher, als man dachte, ne? Ja, scheint so. Wir haben doch mehr als zwei gesehen. Man hatte wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte wirklich auf der Bühne überhaupt keine Ahnung, wie das rüberkommt. Also nee, ich auch nicht. Ja, ist schwierig. Mhm. Habt ihr es denn noch irgendwie, versucht anzuschauen? Völlig verpeilt, ich Idiot. Ich wollte es mir noch angucken, aber der Link, der war ja genau, glaube ich, gestern, ne? Bis gestern war er gültig. Ja, bis gestern. Ach, scheiße. Also, ja, hast du es nochmal geguckt? Dienstag früh. Oder? Nee, ich auch. Ich habe es auch verpeilt. Ah, sind wir wieder Helden. André? Nee, ich auch nicht. Ich hatte gleich mit meinem Vater hier so und dann habe ich es irgendwie. Deswegen ist das so schön, wenn ihr immer berichtet da draußen, ob das cool war oder scheiße, weil wir wissen das ja nicht, weil wir blöd sind. Ja, also. Das stimmt. Ja, mein Gott. Nee, aber es war wirklich, also es war krass. Also wir leiten natürlich das positive Feedback auch an Dirk weiter, ne? Hier unseren Special Guest. Genau. Das hat euch ja auch gefallen. Ja. Uns auch. Uns auch, genau. Ja. Bei Dirk wissen wir es nicht. Aber wir denken schon. Er war zumindest straff, als ich von der Bühne kam. Das Sekt war alle. Sekt war alle und das Savan Kampfort und so. Ja, das hat sich immer wie ein normales Konzert angefühlt. Genau. Sehr schön. Hätte ja sagen können, dass er ein Sechzehntel anstatt ein Sechzehntel ein Achtel gespielt hat bei dem einen Song und dann hat er aus Frust gleich den ganzen Alkohol weggetrunken. Ja, ich glaube nicht, ne. Das sind diese Künstler, die sind ja manchmal eigen. Stimmt, ja. Wir hatten ja wenigstens einen auf der Bühne diesmal. Mhm. Richtig, richtig. Und das war schon mal cool. Ja. Ja, ganz viele haben nämlich gefragt, ne, wie sich das für uns so angefühlt hat. Und ob wir aufgeregt waren. Und so weiter und so fort. Erzählt mal. Wie es sich für uns angefühlt hat? Naja. Oh, wie kann man das vergleichen? Also wenn ich jetzt sage, wie im Proberaum. Das königliche Uns, André. Ja. Wie hat es sich denn für uns angefühlt, André? Ja, sprich doch mal für uns. Ja, wie es sich für euch angefühlt hat, weiß ich nicht. Für uns hat es sich ganz gut angefühlt. Also für eure Teenzeit, ich war tatsächlich, um mal für eure Teenzeit zu sprechen, ich war, aber Sven ja eigentlich auch, wir waren ja eigentlich, ich hatte das Gefühl, noch aufgeregter als sonst, obwohl ich weiß gar nicht, ob es da eine Steigerung gibt zu unserem Aufregungslevel. Nee. Also auf jeden Fall war es nicht weniger, sagen wir es mal so. Auf gar keinen Fall. Also das war wirklich, das ist halt wirklich so, ne? Also gerade durch dieses, du bist ja dann quasi in einer tierischen Anspannung, da ist ein relativ großes Team von Leuten, die alle wirklich wissen, was sie tun. Und du stehst dann da bereit auf der Bühne und dann wirst du runtergezählt. Das ist so also ein Wahnsinn. Aber ungefähr 100 Mal, ne? Also eine halbe Stunde vorher gehen die Hemmchen auf den Wecker irgendwie. Achtung, noch eine halbe Stunde, seid ihr alle da? Und Achtung. Genau. Und wir, alter Leute. Und die letzten 10 Minuten dann, oder, wo der Countdown auch für euch da draußen lief.
Sehr schön auch, dass Sven irgendwie in der Zeit eingefallen ist, dass ich bei dem Intro, was die ganze Zeit bei der Probe falsch gespielt habe, mir das nochmal ganz schnell korrigieren muss. So. Aber wenigstens ist es dir noch eingefallen, aber das hat die Aufregung nicht gerade gemindert. Ja, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich es dir sage, aber ich dachte dir, du ärgerst dich bestimmt, wenn es dir irgendwie danach auffällt. Und dann dachte ich, auf jeden Fall. Ja. Naja, jetzt habe ich es, glaube ich, wieder drin. Ja. Ja, ihr müsst die Songs immer von Anfang an filmen, dass ich bei YouTube gucken kann, was ich da gemacht habe. Ich habe es mir natürlich vorher angeguckt, aber da hat genau der Anfang gefehlt. Voll blöd. Also wie gesagt, mit dem Aufregen, das fand ich wirklich, wirklich heftig da. Also, ich meine, na, das ging ja quasi los mit der großen Besprechung, die wir eigentlich nur so durch Zufall rinne stolpert sind, alle quasi sich abgesprochen haben. Also die Lichtleute, die Kameraleute, der Bildregisseur und die eigentlichen Techniker und Lichttechniker und ich weiß nicht, alle, die halt daran beteiligt waren. Und ja, also irgendwie, also sehr, sehr anders, als es normalerweise abläuft irgendwie. Aber man kriegt halt auch keine Knüsch zurück, weil man kriegt keine Energie irgendwie vom Publikum zurück irgendwie. Das trägt ihn ja dann schon hoch. Das hat man jetzt gemerkt, wie sehr eben das eigentlich fehlt. Also ja, also da muss man schon ein bisschen, also so stelle ich es mir vor, wenn, also das hatten wir zum Glück bei SolarFake eigentlich ja noch nie und selbst wenn dann schon seit, ich weiß nicht, über, glaube 10 Jahren nicht mehr. Wenn du vor einem Publikum spielst, was dich nicht sehen will oder was völlig uninteressiert an dir ist oder so ungefähr stelle ich mir das vor. Oder eben gar nicht erst kommt, genau, weil du so egal bist. So fühlt sich das wahrscheinlich an irgendwie. Und das ist echt gar nicht so angenehm irgendwie. Also das hat zwar irgendwie tierischen Spaß gemacht, aber man ich weiß nicht, ich finde das nochmal anstrengender, wenn da niemand dir irgendwas zurückgibt. Da finde ich das schon krass. Ich stelle mir da vor, wie für unsere Backliner Anja und Alex gewesen sein muss, weil die mussten ja trotzdem für alle Fälle bei der Bühne stehen und die konnten jetzt in dem Falle vor der Bühne sitzen, das erste Mal. Und die haben aber nur, da war nur Schlagzeug zu hören. Alles andere lief nur über Kopfhörer und so. Die haben sich also 2 Stunden lang Jeans beim Schlagzeugspielen angucken. Das war bestimmt ein sehr, sehr kurzweiliges Vergnügen. Das denke ich auch, ist schon schlimm. Aber zumindest die ganzen so Kameraleute und Lichtleute und so, die hatten natürlich immerhin alle Kopfhörer auf. Also die konnten zumindest alles ordentlich hören. Und wir auch. Ben und Dirk waren die Einzigen, die nicht stören konnten. Genau, ja. Genau. Ja, naja, mein Gott. Ja, aber irgendwie, also Spaß gemacht hatte trotzdem irgendwie. Also ja, das, auf jeden das war, Fall. Ach, war total wenn wir cool. uns sehen und zusammen Musik machen, ist doch immer cool, auf jeden Fall. Genau. Und ja, weiß ich nicht, das also auch so. Also und es war halt einfach unfassbar heiß. Also das war wirklich, als wir in diesen Auftrittsraum da reingekommen sind, vom Backstage, das war Wahnsinn, oder? Also das war nochmal ein Unterschied, da ging es nochmal 20 Grad nach oben irgendwie und das war eh schon warm. Ja, man musste nur irgendwann auf die Bühne bringen und war schon verschwitzt. Komplett nass, ja, genau. Ich hatte eigentlich extra so ein T-Shirt angezogen, von dem ich hoffte, dass es nicht so fleckig wird, aber das hat nicht so ganz geklappt. Ja. Ein ganz leichtes auch. Ja, wir hätten Laufshirts tragen müssen. Wahrscheinlich, ja. Genau, apropos Laufshirts, ne? Marco hat uns ein Beweisfoto geschickt. Genau, von einem offiziellen Lauf, nämlich in Berlin. Genau, in Berlin, genau. Das sieht richtig amtlich aus, total wenn die Leute mit unseren Shirts mitlaufen. Genau, mit richtiger Startnummer und einem Scheiß. Krass. Ja, beeindruckend. Total. Coole Sache, vielen Dank fürs Schicken auch. Also man kann es also auch als professioneller Läufer tragen. Ja, genau. Richtig. Ja, naja, ich glaube, außer uns dreien sind unsere Hörenden alle professionelle Läufer. Viel professioneller, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Ja. Ansonsten, die Natalie ist eine Erstschreiberin, die darf ruhig mal erwähnt werden. Natalie? Die Natalie, ja. Okay. Steht hier. Vielleicht heißt du Natalie. Ja, wer weiß. Genau, hat eine Schnellradio-Runde geschickt und wünscht sich Wife Somewhere. Ja, ja. Vielleicht spielen wir das ja sogar vielleicht mal. Spielen wir das ja mal. Ich meine, wir haben es schon mal geprobt, auf jeden Fall. Wir haben es bisher noch nicht gespielt. Das stimmt, genau. Also ich habe es schon mal getrommelt. Ja, ich habe es schon mal gesungen. Bis zur Hälfte kann ich es ungefähr. Reicht ja. Zur Hälfte? Ja.
Okay. Du holst einfach den ersten Part nochmal, das wird schon passen dann. Bestimmt, genau. Wenn die anderen mitmacht, dann funktioniert also, das. Normalerweise sind meine Songabläufe jetzt auch nicht so unvorhersehbar. Das wird irgendwie. Ich glaube, da kannst du einfach die erste Hälfte nochmal spielen, die dann schon. Genau, so eine 50-50-Chance. Ja, irgendwie schon. dass man es bis zum Schluss durchmogelt. Ja, genau. Sehr schön. Ja, und Grüße müssen wir ausrichten. Und zwar von der Kathleen an Andi und Chrissy nach Nürnberg. Ja, richtig. Guck mal, grüßen wir mit, oder? Ja, na klar, grüßen wir da mit. Na, aber Leute, super. Seht ihr mich winken? Natürlich, ja. Ja, na klar. Da ist es jetzt Podcast Nummer 57 und hast immer noch nicht verstanden, was ein Podcast eigentlich ist. Ah, nicht zu fassen. Scheiße. Ja. Unglaublich. Mies. Und ich schmeiß mich immer extra in Schale. Ja, Wahnsinn. Immer dein super tolles. Du suchst doch jedes Mal wieder auf YouTube, oder? Inzwischen gibt es ja sogar auf YouTube. Ja, aber jetzt findet man ja. Ja, aber trotzdem nicht mit Bild. Ja, komisch eigentlich, ne? Ja, nee, das, also da muss ich wirklich sagen, finde ich sehr gut, weil das sind alle so Sachen, die möchte man nicht, dass sie jemand sieht. Das stimmt. Ansonsten fragt die Nienende noch, wie der Meet-and-Greet-Marathon für uns war. Naja, was soll man sagen? Ungewohnt auf jeden Fall. Ja, genau, ich meine, normalerweise unsere Meet-and-Greets, da haben wir immer so eins pro Konzerttag, ne? Und dann kommen da so maximal also zwei Leute oder manchmal drei mit jeweils noch einer Begleitung. Und so, und das waren jetzt schon eher so, naja, immer sechs Leute. Mhm. Und also was natürlich wirklich schwierig war, dass das, es war total cool, dass das so international war. Hammer. Ja. Aber das war natürlich hart für alle nicht deutschsprachigen und für uns natürlich auch ein bisschen schwierig, irgendwie das zu managen. Ja, das stimmt. Und allgemein waren ja auch viele Podcast-Hörende da am Start, aber falls wir da jetzt nicht alle gleich erkannt haben, seht es uns nach. Und prinzipiell, wir waren auch echt noch ein bisschen müde und so. Ja. Ne? Also wenn wir da manchmal ein bisschen wie Schlaftabletten gewirkt haben, wir sind halt einfach nur doofe Musiker, denen man sagt, was sie machen sollen. Und wenn das keiner macht, dann sitzen wir halt einfach nur rum und machen gar nicht. Der Streaming-Tag ging ja auch schon morgens um 9 los. Und das stimmt, man war ja den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt. Um 9 kamen wir da an, also für uns ging der um 8 eher los. Ne? Also, ja, stimmt. Ja. Aber es war halt irgendwie lustig, weil also aus unserer Sicht haben wir dann natürlich und so, was weiß ich, sechs kleine Bildschirme mit erwartungsvollen Augen reingeguckt und mussten gar nicht schreiben, was macht man jetzt? Genau. Aber trotzdem, und sehr lieb von euch. Wir hatten noch nicht mal Augen. Ja, genau, wir hatten noch nicht mal Augen. Ja, aber gut, ich meine jetzt mal so, wir hatten Leute aus Australien dabei und aus Kanada und so. Krass. Und für die war das alles auch mitten in der Nacht. Ja, genau. Das stimmt, ja. Und also da an die echt Special-Grüße, total so cool, ey. Also ja. Aber ansonsten, um die eigentliche Frage zu beantworten, also ich hatte Spaß, oder? Lustig. Ja, genau. Wir hatten immer zwischen den Grüppchen so ein bisschen Pause, wo nochmal Kaffee geholt werden konnte. Unfassbar viel Kaffee, oder? Genau. Wo das alles hin ist. Aber so ging das. Ihr habt ja das Bild wahrscheinlich gesehen auf Facebook, was Sven geteilt hat. Das waren nur seine Tassen. Ja, das waren nur meine Tassen. Alle Kaffeetassen, das waren nur seine. Da hatte jeder so eine Insel. Genau. Das Lustigste war auf jeden Fall, statt gemeinsam Fotos, gemeinsame Screenshots machen. Genau. Die Selfie-Screenshots. Genau, schick doch mal was an die Adresse, wir haben noch gar keins gesehen. Richtig, ja. Noch gar kein Screenshot-Foto. Ja. Genau, Ralf hat noch vorgeschlagen, das vielleicht in eine englischsprachige Gruppe zu teilen, aber eigentlich hoffe ich ja, dass es demnächst wieder ganz echte Meet and Greets gibt, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Das ist aber eine gute Idee. Kriegt doch ein Getränk von uns. Ja. Falls wir sowas nochmal machen, können wir das ja vielleicht so machen, dass englischsprachige Leute zusammen sind. Dann. Sagen wir mal, das hatte ich ja eigentlich ursprünglich auch gewünscht sozusagen mir, dass wir dann quasi, weiß ich nicht, ein oder zwei englischsprachige Gruppen haben und den Rest dann deutsch. Aber das Problem ist natürlich, wenn sich viele Leute kurzfristig erst zum Ticketkauf entscheiden, was ja bei einem Streaming-Gig normal ist. Ne, du kannst es dann einfach nicht mehr so easy planen und so weiter. Mhm. Und dann hast du nachher eine Gruppe mit nur zwei Leuten drin und dann eine Gruppe wieder, wo viel mehr drin sind. Das geht halt irgendwie so nicht. Deswegen musste das alles durchmischt werden. Das ist halt einfach. Also das ist online eben alles irgendwie schwieriger zu handeln. Es ist eben alles ein bisschen anders. Genau. Trotzdem sind wir ja die Ersten, die ein Streaming-Konzert ausverkauft haben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Natürlich. Wir waren alle Bits und Bytes quasi. Genau, die waren alle weg. Die wir raushauen konnten, habt ihr alle weggekauft. Genau, also, das Wahnsinn, Leute. Knaller. Genau. Das restliche Internet war an dem Abend komplett tot, habe ich auch gelesen bei CNN. Genau. Ja. Krasses Ding.
Ey, hier, haben noch Grüße. Ja. Und zwar die Stefanie. Und die übrigens witzigerweise den gleichen Nachnamen hat wie so eine volkstümliche Sängerin. Und ich muss jedes Mal, denke ich mir, oh, wäre das cool, wenn diese Stefanie heimlich immer irgendwie, wenn sie Kinder sieht, mit Kajal vom Rechner sitzt und Solarfake hört. Aber ich glaube... Ich glaube auch, das ist nicht... Ich wirklich. Glaube, das ist eine andere Stefanie. Ja, und, aber... Ja, das sagen wir jetzt nicht. Ah, ja. Ach so, scheiße. Oh, jetzt ist es raus. Naja, entschuldige, Stefanie. Ja, mit dem Namen wahrscheinlich hast du das ständig. Ja, wahrscheinlich, ja. Also zumindest ja. Bei Volksmusikkennern, ne? Und wir sind ja nun der Szene wirklich, wir kennen uns ja auch. Da sind wir ja nun, genau. Ich werde das nachher noch vor allem als Thüringer. Ja. Ja. Genau, aber eigentlich Grüße. Grüße. Genau. Komm, Sven, richte mal die Grüße aus. Die grüßt auf jeden Fall den Erich zusammen. Achso, Stefanie und Frank zusammen grüßen den Erich und wünschen dem Erich gute Besserung. Und da schließen wir uns natürlich wünschen an. Auch, genau, ja, dann kann ich wohl gerade noch aus dem Krankenhaus hören. Ja. Und ja. Den ja. haben wir ja damals auf dem Fan-Event auch mal kennengelernt, auf dem in Flugzeughangar. Mhm. Da hat er auch gesundheitliche Probleme. Ja. Ah, ihr kennt euch. Ah. Ja, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung und genau. Vielleicht bist du dann bis zum Fan-Event wieder fit. Genau, das wäre doch schön. Ja. Sehr gut. Genau, dann Anja fragt, ob wir schon mal was von Robert Smith gecovert haben. Von wem? Von Robert Smith. Wer ist denn das? Das ist der, dem gerade sein Bassist weggelaufen ist. Wie furchtbar. Oh, das ist ja krass, oder? Ey, was für ein Scheiß. Das ist, also wenn es noch eine Konstante gab neben dem Robert, dann war das doch der Simon. Ja, und jetzt ist der auch weg. Mensch. Das ist nicht schön. Scheiße, aber ich weiß es gar nicht so genau. Sein Facebook-Post, mit dem er ausgetreten ist, hat er ja schon wieder gelöscht. Also vielleicht wartet er nur mal so eine kleine Wut irgendwie. Oh. Das kann ja mal vorkommen. Oder? Ja, naja, mal sehen. Er wollte mal sehen, wie sein Standing ist, ob sich jemand drüber aufregt. Ob sich jemand merkt, ja, genau. Ja, merken alle. Simon darfst du nicht machen. Also darfst du schon, aber wäre blöd. Irgendwie fände ich schade. Aber egal, das ist ja, das wird dann schon seinen Grund haben wahrscheinlich. Wir haben noch nicht von Robert Smith gecovert, wir haben noch nicht von QE gecovert. Von Simon Gallup? Von dem auch noch nicht. Also mit Shadows haben wir das mal gemacht. Mit Shadows haben wir mal Lullaby gecovert. Das war ganz lustig. Krass. Aber. Stelle ich mir schwierig vor, oder? Ist gerade den Song irgendwie sich daran zu trauen. Nö. Echt, ja? Nö, ist so total einfach. Also für mich war das sehr schwierig, weil ich musste damals einen Akkord spielen, den ich bis dahin noch nicht mal vom Namen her kannte. Den der Norman gezeigt hat. Ja. Endur. Und den ich dann einmal auch, ich weiß noch genau, wie es war, ich habe den dann einmal doch verwechselt. Und wenn man den ein bisschen anders spielt, klingt der total nach Jazz und so. Und ich dachte jetzt einfach, was ist denn das hier? Und dann dachte Norman, du hast den Akkord falsch gegriffen. Ja, schön. Ja, krasses Ding. Ja, mein Gott. Ja, und Diana fragt, also nicht Diana, sondern Jana fragt, wahrscheinlich in Anspielung auf das Interview, welche Sportart du Jeans denn gerne beherrschen würdest. Ihr müsst mir mal helfen, ich stehe total auf dem Schlauch. Was in dem Interview haben wir gesagt, dass das ja scheinbar Ballett sein müsste. Also André hat das was für ein Interview? In dem Interview für das Streaming, für die Streaming-Pre-Show, was wir in Friedrichshafen aufgenommen haben. Guck mal, jetzt haben wir das auch schon wieder mehr. Völlig gelöscht. Ja, ich weiß auch warum, aber das weiß ich jetzt nicht. Nein, möchte, aber wir es wissen. Genau, da haben wir mal so behauptet, dass deine Lieblingssportart, die du gerne beherrschen würdest, wahrscheinlich Ballett sein würde. Aber ich glaube, Diana hat ja irgendwie getriggert, dass haben. Das ist nicht ernst gemeint. Na, du hattest diese Balletthosen an. Das hat uns natürlich zu dieser Annahme getrieben, die du immer backstage anhast. Wisst du doch, diese weißen. Ach so, ach so. Mit dem kleinen Tütü drüber. Okay. Also um das nochmal ernsthaft aufzugreifen, ich kann mich auf jeden Fall nicht entsinnen, dass es ernsthaft eine Sportart gibt, die ich gerne beherrschen möchte. Nee. Glaube ich. Oder? Weil du eh alle beherrschst oder weil du ja keinen Sport machen willst? Das war ja schon unsere Antwort, André. Also deine so. Eigentlich, an die ich mich rangehangen habe. Ja. Okay. Also, Gott. Ja. Ich weiß es also auch nicht mehr. Also wir bleiben dir die Antwort schuldig und schuldig im Sinne des Podcasts. Ja. Vielleicht fällt es mir noch ein. Mhm. Muss ich mal überlegen, vielleicht gibt es eine Sportart, wo ich denke. Ja, wer weiß. Die würde ich gern können. Fußball vielleicht, wegen der Kohle, hä? Macht Sinn. Ja, oder muss man einmal in der Woche tierisch rennen, das ist doch ätzend. Irgendwie. Naja, das machst du irgendwie 2-3 Jahre lang, hast du ausgesorgt, oder? Naja, aber und siehst noch gut aus dabei, ist doch okay. Also immer viel rennt, oder? Ich weiß nicht. Wird man nicht dick.
Ich glaube, um damit Geld zu verdienen, muss man schon, oder? Ein bisschen das auch können. Ja, wir werden natürlich Profifußballer, habe ich ja erzählt. Mensch, Leute, hört ihr nicht zu, beim FC Bayern München. Ach so, da. Das trifft aber jetzt nicht auf alle. Also als Profimusiker ist man zwar auch professioneller Musiker, weil man nichts anderes macht, aber das heißt noch lange nicht, dass man reich wird. Ja, nee. Profifußballer habe ich Musiker gesagt. Ich meine, aber das trifft nicht auf alle Sachen zu, wenig. Ja, ich weiß, ja. Eigentlich komisch, ja, dass man als Fußballer so reich werden kann. Aber es gibt doch Musiker, die so reich werden können wie Fußballer. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe neulich mal gelesen, was Messi und Ronaldo pro Jahr verdienen. Und das war dreistellig. Dreistelligen Millionenbereich. Achso, im Millionenbereich, wollte gerade sagen, dreistellig kann ich auch, ja. Das war dreistellig kriege sogar ich hin. 250 Euro im Jahr. Also. Ja, genau. War dreistellig. Nach der Steuererklärung. Die nächste Frage musst du stellen, Sven, weil ich kann das gar nicht aussprechen. Nein, ich auch nicht, aber Ludmilla fragt, ob du irgend so ein Restaurant kennst in Leipzig. Nein. Kennst du nicht. Gut, also Ludmilla, du weißt garantiert, cool, welches du meinst. Ich kann es leider auch nicht aussprechen und ich werde mich dazu auch nicht hinreißen lassen. Also wurde speziell erfragt. Ich dachte, genau, irgendein Restaurant kennst du. Nee. Du kennst keins. Ein vietnamesisches, glaube ich. Also. Könnte sein, ja. Aber die können ja eigentlich ganz gut kochen immer. Also von daher, Gegenvorschlag, Ludmilla, geh doch mal hin und berichte du dann, ob es köstlich war. Genau, das ist doch eigentlich am allerbesten. Genau. Ja. Genau. Oder bring was rüber. Das ist ja in der Nähe vom Felsenkeller. Ja. Wenn es schon keine Pizza gibt. Ja, genau. Ach hier, und die Miriam, ich weiß nicht, ich hab da mal reingeguckt, die hat einen coolen Link geschickt. Da war in der Berliner Zeitung, da gibt's so eine Aktion von Schornsteinfegern. Ja. Weil die ja nur Glück bringen sollen, wenn du die anfasst, machen die Werbung für die Vermittlung von schwarzen Tieren wie Katzen, die ja nur angeblich Unglück bringen sollen und die echt, das muss man sich mal vorstellen, deswegen wohl weniger gut vermittelt werden. Ja, ist bei Hunden auch so. Ja, genau. Ich habe von der Aktion tatsächlich im Inforadio gehört. Ah, du kanntest das schon. Ich kannte die Aktion auf jeden Fall. Aber süß, ja, oder? Super. Total cool. Ja, auf jeden Fall. Und das machen die schon eine Weile, also das ist jetzt nicht ganz neu. Ja, da kam auch einiges zusammen, ne? Genau, irgendwie an Kohle, irgendwie sammeln da Kohle irgendwie für ein Tierheim. Genau. Also, ja, total cool. Der Hammer. Das ist eine coole Aktion, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich finde das total komisch. Ich meine, schwarze Viecher sind doch super. Also ist doch toll. Ja, eine schwarze Miezekatze oder so ein kleiner Puma. Wir haben ja eine komplett schwarze Katze auch. Ja, eben. Ja. Also, Mops ist ja komplett schwarz. Cool. Ich würde gerade schwarze Katzen nehmen und Hunde. Ja, aber wir sind ja wahrscheinlich auch nicht der Standard. Ansonsten grüßt die Nina, die Ina zurück. Ja, aber jetzt hier nicht anfangen, ständig euch hin und her zu grüßen, Leute. Genau. Na? Aber immer geht's schon. Immer geht's, genau. Und die Anna hat nochmal das mit dem Duzen und Siezen aufgegriffen vom letzten Mal. Ja, und, auch interessant, aber das stimmt. Erzähl. Und in Russland meint sie, also die kommt aus Russland und die meint, da wird ganz viel krasser gesiezt und dass das hier in Deutschland für sie schon eine totale Umstellung ist, weil sich hier so viele Leute mit Du ansprechen. Mir ist das tatsächlich aufgefallen, dass Russen echt ein viel krasser Siezen, also gerade so in unserem Kontext, also wo wirst du denn hier mal Backstage gesiezt? Genau, ja, ne? Genau. Wenn irgendwie jemand aus Russland neben dir sitzt, das ist total schräg irgendwie, aber klar, wenn es so Mentalität ist. Ja. Also Anna, uns kannst du duzen. Ja, genau. Bitte, wir bitten darum. Genau. Das ist wirklich besser, also für uns vor allen Dingen, ja. 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 Ja, Mensch, ansonsten... Ja, weiß ich nicht. Das war erstmal so aktueller Content, ja, ne? Ja, genau. Wollen wir Ohrenbluten machen oder was? Oh je, dann da fange ich ja an diesmal, weil ich habe Nummer 3, oder? Hat irgendjemand okay, na gut, warte mal, ich muss mir mal schnell meinen... Ich habe mir dazu ein paar kleine Notizen gemacht, obwohl es, glaube ich, wirklich schnell geht. weil ich hatte diesen, ich nenne ihn Künstler, auch schon mal, Olaf der Flipper. Hat schon wieder ein neues Album draußen. Yeah! Und es, Mensch, bei dem kennst du dich aber gut aus eigentlich, inzwischen, oder? Inzwischen, ja. Ich habe das deswegen auch nicht nochmal bei Wikipedia nachgeschlagen, und weil da steht tatsächlich, doch, ich habe natürlich immer nachgeschlagen, aber nicht weiter aufgeschrieben, weil da könnt ihr einfach den alten Podcast hören, wo ich das schon mal hatte. Und ja, also der hat jetzt, das letzte Album war noch auf 2, jetzt ist er mit dem neuen Album auf 3 gelandet. Das heißt Liebe ist. Und ja, das ist eigentlich genau dasselbe Album wie das davor. Und das ist alle von den Flippers wahrscheinlich, oder? Genau, ja, genau. Also das klingt alles nach Casio-Begleitautomatik von einem Keyboard aus den 1980er Jahren.
Was mich so ein bisschen, also was mich wirklich ein bisschen unangenehm berührt hat, ist, diese ganzen Texte, die klingen alle so ein bisschen notgeil. Und das finde ich irgendwie aufdringlich und irgendwie wirklich so unangenehm. Also das ist, spricht ja nichts dagegen, dass auch alte Leute irgendwie, aber irgendwie, die in so süßliche Liebessongs zu verpacken, oder? Wurde dann auch meistens und alle von jungen Menschen gesprochen wird. Und genau, genau. Also man hat immer so ein Bild vor Augen, dass das Mädel, was er so ansingt, irgendwie nicht viel älter als, sagen wir mal, 22 ist. Und dann so ein, also irgendwie so, naja. Also ich find's unangenehm und aufdringlich irgendwie. Ich mag das nicht irgendwie. Aber gut, erstaunlich, ich mag Olaf den Flipper nicht so unbedingt. Das ist natürlich ja krass. Er hat, also es gibt allerdings trotzdem was zu sagen zu dem Album. Er hat Azzurro gecovert. Von Toten Hosen. Genau, das. ich fand's ganz lustig. Er hat versucht, ein bisschen Leidenschaft in seine Stimme zu legen, aber es hat einfach nicht geklappt. Total geil. Ja. Hat er die Zähne rausgenommen oder wie? Nee, er hat es versucht, so ein bisschen mit einer knalligen Stimme zu singen und so. Also so ein bisschen rassig irgendwie. Das hat nicht in die Horn. Dann hat er gecovert, also es sind drei Coverversionen drauf tatsächlich. Oh Happy Day, ja. Das, also dieser Gospel-Zeugs da, was das ist ja lustig. Im Original schon echt wirklich furchtbar ist, aber das ist, also die Coverversion ist wirklich an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Also das ist wirklich ganz schlimm, weil das natürlich alles auch mit diesen Casio-Begleitautomatiken passiert, ne? Das geht alles gar nicht. Und Guantanamera hat er auch gecovert. Du denkst so, meine Fresse. Das ist Wahnsinn. Dann hat er sich teilweise so ein bisschen an so spanisch klingenden Sommersongs versucht, aber das ist halt auch, das klappt halt auch nicht, weil da ist dann halt mal so ein bisschen Bossa Nova-Rhythmus drin und das ist es dann auch schon, was das ist irgendwie, also was das Spanisch macht und dann mal so ein spanisches Wort eingebaut irgendwie. Olé wahrscheinlich. Was weiß ich, irgendwie. Also im Notfall auch Ola oder so. und Senior. Und dann gibt es noch einen Song. Seniora. Da Seniora muss ich wirklich, wirklich lachen. Johnny Krupp. es gibt einen Song, da musste ich wirklich drüber lachen. Das war, du hast mir den Rock'n'Roll beigebracht, heißt der. Und aber nicht gut, offensichtlich. Alter. Du hast versucht, mir den Rock'n'Roll beizubringen. Du bist dran gescheitert. So heißt der Titel eigentlich, genau. Er hat alles wieder vergessen. Also das ist halt auch weit, ne? Das funktioniert halt nicht mit, wenn du nur Casio-Begleitautomatik benutzt. Dann geht so, dann kannst du nicht Rock'n'Roll spielen irgendwie. Er zitiert dann auch so ein paar oder nennt zumindest so ein paar Künstler aus dem Genre und das ist schon. Kennt er da wenigstens die richtigen oder ja. Was zählt denn da für Künstler auch? Hab ich vergessen, ich glaube Elvis war dabei irgendwie. Ah, okay. Ja, und dann noch so ein paar andere und so. Und voll underground. Alles, ja. Ja. wirklich ganz furchtbar. Und dann kommt eigentlich wirklich die Krönung. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie das heißt, das Lied. Da hat er dann noch die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Also hat nicht er gesungen. Das wäre auf jeden Fall lustiger gewesen. Hätte er ruhig mal probieren können. Da war auch so ganz schlecht. Also kann auch mit Casio-Begleitautomatik. Also wirklich, oder? Du kannst, man glaubt es nicht. Und der obligatorische Song mit Sprechgesang ist auch dabei. Also da hat er auch das Häkchen hinter ihm gemacht. Und er hat sogar schon den Weihnachtsmann-Song gemacht. Der letzte Song auf dem Album heißt nämlich Hallo, lieber Weihnachtsmann. Und jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil da wird wohl jetzt kein extra Weihnachtsalbum von Olaf, dem Flipper, rauskommen. Und da singt auch schon das obligatorische Kind mit. Mit den Flippers geht ja nicht mehr. Und, aber eigentlich klingt das so, als hätte Olaf der Flipper geliefert, oder? Absolut. Doch nach voller Punktzahl. Er hat wirklich an jeder Checkliste quasi sein Häkchen setzen können, was auf ein wirklich übles Schlageralbum ruf muss. Und ach so, hinten natürlich auch noch zwei Medleys aus dem Album. Ne? Also zwei Medleys, 16 Songs sind drauf, also man kriegt schon was für sein Geld. wunderbar, die null Punkte natürlich, ist ja klar. Also, das ist ja nicht anders. Das ist doch einfach nur der blanke Ausverkauf, oder? Da wird sich doch, da sitzt so ein Praktikant und hupt diese Scheiße zusammen. Ich befürchte. Mit einer Casio-Orgel und schreibt irgendwelche schwachsinnigen Texte. Ja. Und der kommt dann und singt es.
Ja, vielleicht schreibt er doch selber. Ich weiß es ja nicht so genau. Ich habe mich dafür jetzt nicht so interessiert, wer da wer der den Mist verzapft. Aber es ist, was ich irgendwie teilweise lustig fand, irgendwie, es erinnert mich musikalisch manchmal so ein bisschen, was ja auch sehr Casio-Begleitautomatik ist, an Modern Talking aus den 80ern. Man erwartet immer gleich, dass Thomas Anders mit seiner langen Mähne, das ist kein Synthie-Pop, mit seiner langen Mähne um die Ecke daherkommt und anfängt irgendwie so Zeug zu trällern. Aber das passiert auch nicht. Also, ja. Das wäre aber, vielleicht sollten die sich mal zusammentun. Das wäre bestimmt, würde man. Du hast gerade gesagt, die Flippers, das geht nicht mehr. Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Ich weiß nicht. Also, irgendwie haben die sich zumindest auch gelöst, oder? Also, ach so. Ja. Das ist ja der Grund, warum Olaf Dingens da jetzt alleine weitermacht. Ich dachte, er will so viel wie möglich rauspressen. Nein. Jetzt neben den Flippers auch noch Olaf der Flipper. Nee. Die Flippers haben sich aufgelöst und Olaf war noch nie so weit zum Auflösen. Oder er hat noch was zu sagen. Ja, er hat noch was zu sagen. Er muss noch ein paar junge Mädchen schwülstig ansingen irgendwie. Ja. Oder nehmen. Aber das finde ich wirklich sackgängig irgendwie. Ob Anita noch in Mexiko wartet. Der Song war zwar nicht von ihm, aber wer weiß, vielleicht, die scheinen die ja alle zu kennen, da die Anita. Anita, die das Sau. Flittchen. Vom Costa bis zum Dieter, jeder kennt Anita. Genau. Oh, Mensch, ja. Wahnsinn. Du sollst ein Rap-Album rausbringen. Vielleicht orientiere ich mich musikalisch ja auch mal um. Ja, genau. Man weiß nie, wo es mal hinführen muss. Oh Gott. Ja. Ja. Gut. Das war halt. Na komm, dann mache ich mal weiter hier, nützt ja nicht. Ich habe George Harrison und ich habe mich schon gewundert, warum eine Platte von dem auf Platz 2 ist. Ich dachte, der ist tot. Tatsächlich, und ich dachte allerdings, das ist erst 2. Jahre her oder so. Es sind 20, habe ich heute festgestellt. Was, also, der ist schon 20 Jahre? 2001 irgendwie. Wie hat er denn da das neue Album gemacht noch? Aber war ja Lesson of the Prince auch. Ach, hat er ja nicht. Hat er nicht. Das ist sein erstes Album und das ist die Jubiläumsausgabe zu 50 Jahren, was auch ganz schön krass ist eigentlich, ne? Das Album ist 50 Jahre alt. Krass. Und das erklärt natürlich auch alles. Ja. Es klingt wirklich wie so ein, also wahrscheinlich, wer sich für George Harrison und die Beatles interessiert, kennt das Album, weil das ist wohl sein erfolgreichstes gewesen, sein erstes. Und es klingt unfassbar krass nach Beatles. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, weil das ist ja so zumindest musikhistorisch, hat mich da mal einfach interessiert, der Zusammenhang. Mhm. Und es besteht tatsächlich auch aus ganz vielen Liedern, die übrig geblieben sind aus der Beatles-Zeit. Erklärt halt auch wieder, warum es nach Beatles klingt. Also hier My Sweet Lord kannte sogar ich irgendwie den Song. Okay. Und das ist ganz witzig, weil da hat er sich von dem Song Oh Happy Day inspirieren lassen. Da musste ich nämlich schon irgendwie vorhin ein bisschen lachen. Ja. Und es gilt als erst, habe ich dann auch erst jetzt durch Wikipedia erfahren, als einer der ersten Plagiats-Songs quasi, die auch der Künstler verloren hat und zumindest der berühmteste. Genau, haben mir natürlich dann noch den Spaß gemacht, mal das Original anzuhören, wo natürlich gleich der erste YouTube-Kommentar war, ihr seid auch nur alle hier, um zu gucken, ob es wie My Sweet Lord klingt. Ziemlich lustig eigentlich. tut's. Aber das ist halt so ein Gospel, wisst ihr, die klingen alle gleich. Einer singt was vor, der andere antwortet. Ja. Das ist, also da was zu klauen, das geht, glaube ich, relativ schnell. Also ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat. Da muss ich ihn jetzt mal in Schutz nehmen. Ja, ansonsten wirklich voll die krasse All-Star-Besetzung. Dieser Klaus Voormann, der da auch das ganze Artwork gemacht hat, spielt Bass, Eric Clapton Gitarre, Ringo Starr spielt ein bisschen Schlagzeug, produziert von Phil Spector, also alles, was damals so Rang und Namen hatte. Der ist auch gestorben, war Phil Spector. Ja, ist auch, krass. Ja. Naja. Der Heini. Ja. Und ansonsten hat sogar der ganz junge, habe ich dann gelesen, Phil Collins da ein paar Percussions gespielt. Total krass. Okay. Also vom 19. Meine Bitte. ich rede jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vielleicht interessantes Faktenwissen, weil der Rest, glaube ich, wirklich uninteressant ist. Das ist wirklich so typische, er hat auch so ein bisschen christlich angehauchte Hippie-Mucke, ne? Dieses My Sweet Lord, wie gesagt, ist ja eigentlich so ein Gebetssong. Da weiß ich immer nicht, was das soll, gerade in der Popmusik, und da fehlt mir echt absoluter Zugang. Ja, aber da gibt es ja immer mal so Leute, die da so ein bisschen gerade so die Hippies hätte ich da irgendwie progressiver, sage ich mal, irgendwie eingeschätzt, aber ich habe auch von Hippies keine Ahnung, deswegen bin ich ja Punker geworden. Genau. Also wer so richtig Bock hat auf so eine waschechte Hippie-Platte, oh scheiße, Sven, deine Mutti hört zu, mag die Beatles? Das weiß ich gar nicht so genau. Meine Mutter ist ja sowieso grundlegend sehr offen für Musik. Und deine Mutter?
Jeans? Kann sein. Ich glaube schon. Wir wissen ja jetzt auch, dass deine Mutter immer zuhört. Ja, das stimmt. Scheiße. Naja, gut, aber ich habe ja eigentlich, bis jetzt habe ich noch gar nicht so Schlimmes gesagt, oder? Bis auf das mit diesem christlichen Zeug. Und wir sind ja alle Zonis, wir können damit alle nichts anfangen. Ja. Ja, aber trotzdem gefällt es mir halt einfach nicht. So Hippie ist jetzt für mich auch gar nicht so böse gemeint, wie es rüberkommt. Es ist einfach nicht 50 sein. Jahre altes Album, ne? Ich meine, das ist selbst für jemanden in meinem Alter ganz schön lange her. Von daher gibt es so ein gnadenblutendes Ohr, weil es George Harrison ist und die Beatles ja irgendwie schon cool waren, glaube ich. Hm. Und, ja, und weil ich mich schäme, dass ich seinen Tod 20 Jahre ignoriert habe. Ja, also dann Ruhe in Frieden. Genau. Und genau, mal sehen, wer die Kohle für deinen Platz 2 einstreicht. Ja, wahrscheinlich Joko Ono. Irgendwas muss ich noch erzählen, das fand ich wirklich so interessant. Bei diesem Plagiatsvorwurf hat quasi während des Rechtsstreits der Typ, der eigentlich George Harrison vertreten hat, die Rechte an dem Plagiat gekauft von dem Verlag, um quasi davon zu profitieren. Ne? Mhm. Und das Gericht hat aber gesagt, nee, du hättest eigentlich als sein Manager oder Vertreter genau dafür sorgen müssen, dass ihm das nicht passiert, dass er da finanziellen Schaden draus kriegt. Da kannst du jetzt nicht dafür. Aber es ist schon echt eine miese Nummer, oder? Also Musikbusiness. Ja, wirklich. Sagt echt viel aus da gibt's schon, über das Business. Das ist wirklich eine harte tolle Nummer, Leute. Ja. Das muss man erst mal hinkriegen. So, Leute, Nummer 1. Genau. Mit der Startnummer 1. Genau. André Feller aus Rand Berlin präsentiert. Ja, ich hatte ja den Fehler gemacht zu denken, Crow hatte bei mir irgendwie so ein Anklingen, als wenn ich das irgendwann mal gehört hat und ganz okay fand, habe ich mich anscheinend total geirrt. Nicht. Cool. Crow ist ja der Typ, der singende Panda sozusagen, der Typ mit der Panda-Maske. Mhm. Der und das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat er keine Panda-Maske mehr, sondern einen Motorradhelm, der so ein bisschen aussieht wie Daft Punk. Weil die haben sich ja jetzt aufgelöst, das kann er wahrscheinlich, hat er sich da so ein paar Fledermausohren oder so rangemacht, wie es aussieht. In weiß alles mit schwarzem Visier und den hat er jetzt auf. Okay. Und ich muss gleich vorne wegnehmen, der singt ja Deutsch, aber ich habe die Texte eigentlich nie verstanden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er den Helm auch bei den Gesangsaufnahmen auf hatte. Okay. Also, meinst du, der schläft auch mit dem Helm? Wahrscheinlich. Ich denke ja, wer weiß, wie er aussieht, das weiß man ja nie. Oder will nicht erkannt werden. Ist vielleicht Olaf Scholz, der schon wegen der bevorstehenden Wahlen nach einem neuen Berufsorientierungszweig aussieht. Nee, wollen wir nicht politisch werden? Geile Vorstellung, oder? Ja. Aber wie sieht nicht aus, wenn du in deinem Lamborghini mit einem Helm sitzt, oder? Das ist doch scheiße. Ja. Sieht dem hier aus, weil ich ja nicht so viel Kopffreiheit habe. Ja, der einzig positive Aspekt an dem Album, ich habe mir heute während der Badumbauarbeiten gehört, auf dem Handy. Und das Album von der musikalischen Seite her klingt auf dem Handy so geil. Da denke ich, wie machen die denn das, dass eine Produktion auf einem Handy so gut klingt, dass das echt brillant ist? Wahrscheinlich haben die in den modernen Studios gar keine Abhören mehr für 10.000 Euro, sondern nur noch 3 Smartphones liegen. Die mischen auf Handys. Genau. Und sagen, die mischen auf Handys. Jetzt klingt's aber geil. Ja. Deswegen kannst du es nur auf dem Handy hören wahrscheinlich. Ja. Du kannst es nur auf dem Handy hören, aber auch über den Lautsprecher. Wenn du Kopfhörer anschließt, klingt es total kacke. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nur zu sagen, jeder Song klingt wirklich gleich. Total langweilige Beats, dann hat er oftmals diesen Vocoder-Effekt auf der Stimme. Hm. Er singt Deutsch, aber so genuschelt, dass man es eigentlich kaum versteht. Und also die ganze Album hat das Niveau und die Emotionalität eines Werbejingles für mich. Okay. Ja, für aber mich, ich in meiner Wahrnehmung gehört er jetzt nicht zu diesen krassen Typen, die ganze Zeit immer nur von ihren Lamborghinis und von den Sillys von ihren. Nee, also das, was ich also verstanden habe, da ging es eigentlich auch über so moderne Themen und über den Instagram-Wahnsinn und so. Er spricht scheinbar schon Themen an, die wirklich auch andere Leute interessiert, die nicht im Rennsport-Business tätig sind oder Kokain-Dealer sind. Aber wie gesagt, auch so alles so belanglos. Das klingt so wie, ach, ich muss mal wieder ein Album machen, ich habe keine Ideen. Ich mach mal hier, komm, lass laufen. Das kaufen die Leute dann schon. Ja, recht. Also ich fand's grottenlangweilig, um es mal so hier rauszusagen. Ja. Da gibt es jetzt auch keine Highlights oder so. Ist durchweg langweilig, gleichbleibend langweilig. Aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe und wahrscheinlich bin ich auch 80 Jahre zu alt für die Musik, um dass ich sie verstehe. Aber
Von mir kriegt er jetzt null blutende Ohren. Ah, ja. Ne, das war ja heute. Weil, und dafür, dass der Sound so gut ist, dass er auf dem Handy gut klingt, wollte ich jetzt kein Ohr. Da wollen sie jetzt nicht. Also. Okay. Bloß wenn man auf dem Handy mischt, muss man auch kein blutendes Ohr verteilen, finde ich. Also. Ja, auf jeden Fall. Nee. Also es ist schade, ich kann nicht mal so richtig lästern über was, wisst ihr, wenn er jetzt so peinliche Texte hätte wie die anderen, dann könnte man ja, aber der war so langweilig, da hätte nicht mal was zu lästern. Ja, schade, Mensch. Naja, aber gut, dann wartet heute ja eher so eine ziemlich üble Runde, mein Gott. Naja. Ja, passt so zum Wetter die Runde hier. Heute ist bei uns hier regnerisch und grau. Ja, ist ja Herbst hier in Deutschland, oder? Auf jeden Fall. Aber in Hannover, habe ich gehört, soll das ja nicht so schlecht werden. Bis jetzt sagt man zumindest. Hannover, ja. Leute. Genau. Sonntag. Genau, Mensch. Kommt ihr alle da draußen? Na, ich hoffe, oder? Müssen wir. Also wir kommen auf jeden Fall. Ja, wir haben Bock, Leute. Und auf jeden Fall. Vor allen Dingen mit Publikum. Mit Publikum, genau. Und so wie das momentan aussieht, müssen sich zwar alle vorher testen, aber das lassen, aber das geht ja auch dort vor Ort auf dem Gelände. Und dann gibt's, glaube ich, gar nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht so wie, also weil, zumindest so, heute ist ja Mittwoch, Stand heute, dürft ihr auf jeden Fall auf den Plätzen tanzen und so. Also müsst nicht sitzen bleiben, so wie letztes Mal in Hannover. Also das wird, glaube ich, nicht so streng sein wie letztes Mal. Insofern. Coole Sache. Freue mich voll drauf. Für uns gelten übrigens die gleichen Regeln wie für euch auch, genau. Ne, mit der Testerei und so. Also genau, da hat echt keiner Bock drauf und von daher cool, dass ihr das trotzdem alle mitmacht und dann machen wir uns danach einfach einen coolen Abend, auf jeden oder? Fall, Leute? Auf jeden Fall. So sieht's so mal machen aus. Wir das. Ja, genau. Ja, ja, toll. Meet and Greets dürfen natürlich noch nicht stattfinden, aber... Nee. Aber ihr müsst halt wirklich die Uhrzeiten im Auge behalten, weil da muss eigentlich um 21 Uhr schon Schluss sein, was aber wahrscheinlich allen auch entgegenkommt, dadurch, dass er Sonntag ist. Sonntag, ja. Das fängt halt wirklich schon recht früh an, ne? Also die erste Band, Beyond Border, halt, fängt schon um 18 Uhr an und wir dann 5 vor 7. Also bucht euch vielleicht wirklich die Termine dort. Ich habe das gemacht schon. Und genau, also ja, dann ist man da safe. Genau, so sieht's aus. Das geht ja auch eigentlich relativ schnell und so. Also klar. Ja, das wird cool. Da bist ins Gehirne gerammt. Ja, genau. Wollen wir eine Schnellrunde noch suchen? Ja, können wir machen, auf jeden Fall. Schnellrunde noch. Ich bin hier gerade am, meine Güte, am runterrollen. Mann, haben wir noch viele Fragen offen. Scheiße, ha? Hier gibt's ja noch, ja, also, mein Gott, war, ich sehe ja nicht mehr, auf welcher Seite ich bin. Das zeigt mir mein. Sagen wir, müssen mal ein Special machen, wo wir nur Fragen beantworten. Eine Stunde lang nur alle Fragen beantworten. Also, wenn irgendwie die Charts mal wieder so sind wie diese Woche, vielleicht, dann lassen wir das Ohrenblut mal weg und machen mal nur Fragen. Oder also, wollen wir die Tiere-Runde, die lassen wir mal aus, oder? Weil wir hatten letztens Hunde gehabt. Genau. Vielleicht. Ja. Hier ist noch Cover-Originale von André mit Doppel-E. Okay. Das, ja, das könnte man machen, könnte man auch schon nicht, aber können wir machen. Könnte ja man allerdings auch mal mit einem Gast machen, mit stimmt. Mit einem Gast okay machen vielleicht lieber, wa? Okay. Achso, warte mal, das ist ja gar keine Schnellraderunde. Nee. Hab ich grad. Selbstversorgung. Ach doch, guck mal, Hochbeet oder Ackerbau? Ich bin schon mittendrin. Ja, okay. Selbstversorgung. Ach komm, dann machen wir jetzt die Selbstversorgungsrunde, oder? Aber die Selbstversorgungsrunde. Ja, das ist natürlich aber spannend. Da ist auf jeden Fall André der Spezialist irgendwie. Ja, stimmt, genau. In Bezug auf die Arbeit. Achso, nee, geht tatsächlich los mit Ackerbau oder Hochbeet? Ackerbau oder Hochbeet? Naja, das ist ja auch nicht so einfach zu beantworten, oder? Also, ein bisschen auch von der Fläche abhängig. Wenn es um die Selbstversorgung geht, würde ich natürlich Ackerbau bevorzugen, weil da kann man mehr anbauen. Ja. Und sich auch mehr selbst versorgen. Ja. Ansonsten ist Hochbeet auch eine schöne Sache. Ja. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ist ja logisch irgendwie, ne? Also, klar. Na, Hochbeet. Hochbeet ist Hochbeet ist so ein Kräuterklassiker, ne? Ja. Genau. Irgendwie, aber ich habe es auch geschafft. Ich hatte ein Hochbeet bis wirklich noch vor einer Woche. Jetzt habe ich es dann wirklich nach Jahren weggemacht, weil ich es geschafft habe, selbst das voll mit Unkraut wuchern zu lassen. Und das war mir unangenehm. Unangenehm, aber es gibt doch eigentlich gar kein Unkraut. Das ist doch alles. Naja, aber wenn du Rucola aussiehst und es wächst irgendwas raus, was du nicht definieren kannst, und bei meinem Talent esse ich das dann auch noch. Das macht doch nichts. Mit Krämpfen auf dem Sofa. Quatsch. Nein. Das wird schon das wachsen, was da wachsen soll. Obwohl, ich glaube, das einzige Unkraut ist das, was das andere dann erntet.
Ja, das wahrscheinlich, also, ja. Mhm. Naja, gut, gehen wir weiter. In Sachen Arbeitsteilung, also was übernimmt man lieber? Harken oder Pflanzen? Ich für meinen Teil würde lieber das Harken übernehmen. Ja, ich auch, da ist die Verantwortung nicht so groß. Ja. Echt? Ja, ich finde Pflanzen eigentlich cool. Na, super. Ja. Ja, ich würde mir da immer nicht zutrauen, dass ich das richtig mache und ordentlich mache und so. Gießen oder düngen? Gießen, weil düngen machen wir nur einmal im Jahr mit Biodünger. Hm. Manchmal auch mit Pferdemist, aber sonst wird nicht gedüngt. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wie man düngt irgendwie. Also insofern auch gießen. Na, die meisten Leute nehmen kleine bunte Perlen und schmeißen sie aufs Feld. Okay. Ja. Und die sich mehr Mühe geben, machen Biodünger. Ja. Aber. Naja, also dann nehme ich auch gießen. Ich bin auch nicht so der Dünger, hab da, weil ich auch keine Ahnung habe, aber gießen finde ich total entspannt. Das ist irgendwie schön rumstehen die ganze Zeit und in der Gegend gucken, sich freuen, dass wieder irgendwie was gewachsen ist. Und gießen tue ich wirklich exorbitant wo, oft. Wie muss man sich das denn bei dir vorstellen? Wo gießt du das? Auf dem Balkon? Nee, ich habe ja auch so einen kleinen Garten. Ach, du hast einen kleinen Garten? Siehst du, ja, da kommen wir voll punkig. Davor müssen doch die Stachelbeeren, also mal, du hast die Stachelbeermarmelade ja nicht mitgebracht. Ja, ich vergessen, scheiße, aber ich habe sie jetzt schon vorne hingestellt irgendwie und dann bringe ich die das nächste Mal mit. Weil ich dachte, so auf dem Balkon wächst ja auch keine Stachelbeere. So, jetzt. Du hast also einen kleinen Schrebergarten. Ja, genau. Du musst uns mal zum Grillen einladen, dann machen wir mal schöne, spießige Schrebergarten. Podcast live oder so. Das wäre geil auf jeden Fall, ja. Genau, jetzt am Samstag haben wir doch Zeit, Mensch. Ja. Hm. Was soll angebaut werden? Erdbeeren oder Brombeeren? Das ist schwer, also es betet lecker. Aber wir haben Erdbeeren, mehrere Sorten und das fand ich schon sehr gut, weil immer, wenn man morgens der Erste, der gießen gegangen ist, konnte dann natürlich schön die neuen reifen Erdbeeren gleich dann essen und behaupten, heute wäre ja nicht gewachsen. Deswegen auch gießen, ja, sehr gut. Ja, ja, wir haben auch manchmal in Spanien so ein paar Erdbeeren, aber das ist auch immer sehr, sehr traurig eigentlich eher. Und Brombeeren haben wir überhaupt nicht dort, aber die habe ich jetzt hier, habe ich auf meiner, ich gehe ja trotzdem hier auch so ein bisschen mal irgendwie spazieren und da habe ich so einen Brombeerbusch, wo ich jeden Tag vorbeikomme und immer so die reifen Brombeeren abpflücke, ist auch toll. Aber das sind eher so wilde und die finde ich eigentlich auch toll. Also ich weiß nicht, ich mag eigentlich Beetet, aber ich glaube Erdbeeren mag ich lieber. Also hier in Leipzig gibt es auch an jeder Ecke irgendwie einen wilden Brombeerstrauch, das ist total krass. Und super. Allein bei mir im Garten habe ich drei, aber einer ist die totale Mimose, ausgerechnet der am besten trägt. Da gibt es nämlich nur die Stufe unreif, dann einen halben Tag perfekt und ab danach überreif. Das ist wirklich, also die sind entweder übelst sauer oder schon so, dass sie quasi zerfallen, wenn du sie pflücken willst. Das ist eine richtige Mimose irgendwie, aber cool aussehen tut zum Brombeerstrauch ja trotzdem. Auf jeden Fall. Und Erdbeeren sind schon geil, oder? So richtig frisch irgendwie gezupft. Ja, toll. Deswegen würde ich auch ganz knapp haben, die Erdbeeren, die Nase vorn. Ja, genau. Äpfel oder Weintrauben? Weintrauben. Ich bin der große Freund der Weintraube. Ja, also bevor ich so viel Zeit in Spanien verbracht habe, war ich das auch, aber inzwischen bin ich, glaube ich, größerer Freund von Äpfeln, weil es dort wirklich einfach keine gibt. Und hier muss man irgendwie nur in irgendeinen Bioladen renieren und hat sofort ganz tolle, super tolle Äpfel. Und also momentan bin ich eher bei Äpfeln. Also ich mag überhaupt keine Äpfel. Ich wünschte, dass Birnen so verbreitet werden wie Äpfel. Du kriegst ja überall liegen Äpfel rum. Und aber wenn da überall Birnen liegen würden, hätte ich total Bock drauf. Deswegen sage ich Weintrauben. Okay. Rosenkohl oder Spinat? Ist auch schwer, aber da muss ich auch zum Rosenkohl tendieren. Hm. Also verteilt auch, ich muss da zum Rosenkohl tendieren. Finde ich sehr lecker, Rosenkohl. Ja, aber zum Anbauen, gibt es da irgendwas, was schwieriger ist? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da so. Ach so, zum Anbauen, okay, da eigentlich richtig zu. Wir sind eigentlich die ganze Zeit beim Essen. Ja, wir sind beim Essen. Wieder, stimmt. Bin nur aufs Essen, ich habe Hunger. Ja. Und, nee, ich glaube, Rosenkohl ist nicht schwierig. Der wird ja auch. Doch, ich glaube, da kommen dann nicht so ganz viele Fliegen und so. Also bei meiner Gärtnerei haben sie gesagt, Rosenkohl kaufen sie hier, wenn er fertig ist. Als ich so eine Pflanze mitbringen, kaufen wollte. Ich könnte kurz mal Franzi hochholen, die könnte das besser, weil sie ist ja für die Pflanzerin. Aber unser Rosenkohl, der wurde gepflanzt und dann wuchs der und dann konnte man den ganzen Winter über
auch Rosenkohl pflücken. Der wächst ja auch am besten, der schmeckt am besten, wenn er ein bisschen Frost bekommen hat. Von daher denke ich, Rosenkohl ist ziemlich einfach anzubauen. Und, wenn es nicht stimmt, werde ich nächste Woche nochmal berichten. Sehr gut. Ich mag ja beides wirklich sehr. Vom Anbau habe ich bei beiden auch wirklich überhaupt keinen Plan. Weiß ich nicht. Ich glaube, Spinat haben wir tatsächlich schon mal auch. Also Spinat haben wir selber auch in so Töpfen, weil in dem Boden da in Spanien geht es nicht. Der wächst ja in so kleine, gefrorenen Würfeln, oder? Ja, das stimmt. Genau, manchmal mit Plupp sogar. Genau. Ja, genau. Na gut. Und Jeans, hattest du schon? Nee, du hast noch nicht. Oder? Na, wie gesagt, mein Rosenkohl-Erlebnis habe ich ja schon erzählt. Spinat habe ich, wissen Sie, habe ich schon mal Spinat? Mangold habe ich schon angebaut. Aber stimmt, Spinat auch schon mal. Doch, das wächst eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen fast wie Unkraut bei uns. Ja, genau. Gewachsen. Ja. Das ist cool. Finde ich gut, Spinat. Aber essen mag ich wirklich beides total. Normale Kartoffeln oder Süßkartoffeln? Oh, anbauen oder essen? Na, mach doch beide. Das ist doch wurscht. Also angebaut haben wir Süßkartoffeln hier noch nicht. Normale Kartoffeln anbauen ist ja ziemlich easy und essen tue ich betet gleich gerne. Kann ich gar keinen Favoriten wählen. Okay. Also normale Kartoffeln haben wir tatsächlich auch in Spanien hinbekommen. Irgendwie. Und das ist voll lecker und voll toll. Und Süßkartoffeln mag ich nicht. Also insofern bin ich immer bei normalen Kartoffeln. Jo, ich bin auch riesen Kartoffelfan. Normal. Normale. Ja, genau. Also ich habe jetzt mit Süßkartoffeln kein Problem, wenn es mal so Süßkartoffelpommes irgendwo gibt. Aber so richtige Kartoffeln sind schon irgendwie cool. Okay. Tomaten oder Zucchini? Tomaten. Okay, ich bin da auch. Jetzt, wir sind ja jetzt gerade im siebten Himmel. Wir haben ja, Franzi hat ja Tomaten angebaut. Ja, ich habe davon welche bekommen, abbekommen. Ach stimmt, du hast ja letztes Mal welche bekommen. Meine Fresse. Und haben sie geschmeckt? Ey, total der Hammer waren die. Ihr habt da so kleine Cocktailtomaten, die kleinen roten, die waren ja wahnsinnig lecker. Und dann diese wilden, die kleinen gelben, wilden Tomaten. Ja, so also ganz kleine gelbe. Boah, wilde die waren Tomaten ja auch toll. Sind also, ja, unglaublich. Ja, total super. Tomaten, einfach ein Stück Brot mit Margarine und Tomaten drauf, bisschen Salz, ist perfekt. Ja. Ja, ich esse auch eigentlich wirklich täglich Tomate. Aber Zucchini eigentlich auch. Also ich finde, das betet gut zum Anbauen. Ist auch betet. Also das in Spanien funktioniert betet, wobei dies Jahr irgendwie nicht. Also dies Jahr klappt irgendwie das alles nicht mit den Tomaten oder den Zucchinis. Tomaten. Okay. Das war deine Antwort ohne Ausführung. Ja. Ich glaube, auch Zucchinis sind auch einfacher anzubauen als Tomaten, weil das stimmt. Mit Tomaten hat Franzi ganz schön immer zu tun und hochbinden und dann die Triebe ab und so und so. Aber Zucchini, die wachsen einfach. Ja. Naja. Kresse oder Schnittlauch? Da sage ich Schnittlauch. Der wächst auch von alleine und schmeckt super. Okay. Ja, also du wächst bei uns zum Glück auch betet. Also wir haben so Kapuzinerkresse, was ja auch immer noch mal richtig toll ist, weil du ja auch noch diese wunderhübschen Blüten mitessen kannst. Ja, hast du Tischdeko und Salat in einem. Genau, ja. Und das wächst bei uns tatsächlich auch betet. Und da gibt es ja kein Oder. Schnittlauch. Mein Gott, du bist so wortkarg heute. Schnittlauch. In der DDR wurden ja die Polizisten oft als Schnittlauch bezeichnet, weil sie außen grün und innen hohl waren. Okay. Rosmarin oder Thymian? Oh, das ist ja alles so schwere Entscheidungen. Also anbauen weiß ich nicht, wächst du betet relativ unkompliziert. Bei dir ja direkt vor der Tür, wenn du zu Hause bist in Spanien. Das war mal schön, wenn man zum Kochen Rosmarin brauchte, musste man nur aus dem Küchenfenster greifen und konnte direkt zack mal vom Busch pflücken. Genau. Finde ich betet lecker, aber ich glaube, ich würde dann doch mit der leichten Tendenz zu Thymian gehen beim Essen. Aber frischer. Ja, also ja, wie du schon sagtest, bei uns das hat jetzt nichts mit Anbauen zu tun, weil das wächst da einfach so irgendwie. Da gibt es ganz viele, vor allen Dingen Rosmarin, Thymian gibt es auch, aber das ist nicht so verbreitet, aber hier gibt es auch ein paar Stellen, wo der wild wächst und also sowas pflanzt man nicht an, das wächst da einfach. Ich hatte bei uns ist leider jetzt ein Rosmarinstrauch eingegangen. Ich dachte, die sind echt härter, aber irgendwie durch den kalten Winter habe ich zum Geburtstag bekommen. Weil ich finde immer, man braucht Blümchen, eine Torte und ein Geschenk zum Geburtstag. Okay. Und statt Blümchen finde ich immer Pflanzen irgendwie cooler, wenn man was von hat. Da hatte ich mal einen kleinen Rosmarin, so wirklich so ein ganz kleines Büschlein gekriegt. Und da ist ein riesen Busch draus geworden bei uns im Garten. Und da habe ich mich total gefreut. Und jetzt hat er leider, muss ich mal mir wieder einen besorgen. Ansonsten ist Rosmarin geil. Kannst du für die Kartoffeln nehmen, kannst du in deinen Gin Tonic reinknallen. Ja.
kannst auch Tee draus machen. Und sieht doch cool aus eigentlich, ja, ne? Ich würde sagen, Rosmarin. Aber ohne den Thymian zu dissen, der ist auch cool. Ja, ja, Thymian ist schon toll, so an Tomatensauce oder so. Super. Hm. Ernten, selbst ernten oder ernten lassen? Na, selbst ernten. Das ist doch das Highlight überhaupt, wenn das Zeug dann gewachsen ist, was man da angepflanzt hat und dann kann man die ersten Sachen ernten. Ja, du hast keinen Stachelbeerbaum. Cool. Nee, Stachelbeeren haben wir nicht. Ja, also ja, beim Spargel bin ich auch eher beim Ernten lassen, weil der ist super stachelig. Ansonsten, ja, wie gesagt, bei uns ist jetzt nicht so viel, dass man das Ernten nennen könnte. Insofern, das ist jetzt, ob man es nun selber macht oder machen lässt, ist egal. Also mit Ausnahme, wie gesagt, vom Stachelbeerbaum sage ich selbst ernten, auf jeden Fall. Das ist cool, das finde ich auch, wie André das gesagt hat, das ist total ein cooler Moment. Hm. Aber das mit der Stachelbeere ist auch okay, aber das ist schon echt, das tut schon weh. Also selbst wenn man sich viel Mühe gibt, ganz schön gelitten, ey. So, und jetzt noch die letzte Rubrik aus der Runde, aufbewahren. Einkochen oder einfrieren oder fermentieren? Also einfrieren, wenn es geht, nicht, weil ich finde, eingefrorene Sachen schmecken nie so gut wie anders verarbeitete Sachen. Und fermentieren sind wir ja große Freunde von und einkochen auch, weil da ist ja bei uns auch ständig der Weckautomat am Laufen. Mhm. Auch jetzt in der Erdbeerzeit so. Mhm. In der Erdbeerzeit, in der Tomatenzeit, weil wir haben so viel, dass wir dann für den Winter schon Tomatensauce kochen und einwecken. Okay. Also einwecken auf jeden Fall. Okay. Ja, also wie gesagt, bei uns ist es mit der Menge nicht so, dass eins von den drei Sachen überhaupt irgendeine Rolle spielen würde. Also wir essen das, wir verbrauchen das quasi sofort, wenn es irgendwie da ist. Ich bin noch bei Aufessen. Genau, es war bisher noch nicht so viel, dass es sich gelohnt hat. Freilebender Komposthaufen oder umzäunter Komposthaufen? Also das kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Garten an. Also da bei uns hier im Garten, der ist ja relativ klein, haben wir einen umzäunten und in der Gärtnerei, wo wir noch anbauen, da ist ein großer Freilebender. Also es bildet cool, aber für so einen Freilegenden muss man halt ein bisschen mehr Platz haben. Mhm. Weil der ja seitlich etwas abfällt, dann ist ja nicht so. Das stimmt. Ja, so pyramidenartig. Also wir machen das ja auch lustig, wir verbuddeln unseren Biomüll ja einfach immer und da wachsen dann wirklich coole Sachen wieder raus. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele, hatten jetzt schon eine Melone zum Beispiel, so eine Wassermelone, die haben wir auch inzwischen schon geerntet und gegessen und die war so ja echt lecker und immer so ganz viel Kartoffeln und so Zeug irgendwie und da kommt eben auch mal eine Zucchini-Pflanze raus und letztens hatten wir so eine Paprika. Das ist total cool und wir suchen uns dann immer so ein bisschen andere Stellen und dann gucken wir mal, was da so rauskommt irgendwie wieder. Ihr habt sozusagen das Überraschungspaket genau. Dann im Garten. Das ist so genau. Cool. Ja, eben, weil du weißt nicht, was das ist und dann kriegst du und dann, ja, und meistens wird das irgendwie was. Also das ist wirklich total cool und du machst natürlich damit auch so ein bisschen die Erde entspannt und so. Das ist schon ganz cool. Also irgendwie, ja, also wir haben jetzt eigentlich gar nicht so in dem Sinne irgendwie einen Haufen, sondern wir haben viele, viele Kompoststellen. Wenn man das so sagen kann. Kompen. Komposten. Ja, na, ich muss das bei mir auch ein bisschen im Zaum halten. Ich habe da ganz klassisch so ein Gitterding. Mm. Genau. Ja. Kommt das drauf. Na, siehst du. Ja, guck mal, Leute. Das war das. Vielen Dank. Vielen Dank. An die Nienende. Wahnsinn. Ja. Sehen wir uns in Hannover quasi. Ja, so sieht's mal aus, oder? Also, ja. Ich bin auf jeden Fall da und ich bringe den André mit. Und du bringst auch genau. Den Jürgen mit. Wir fahren zusammen mit. Testen. JJ. Und dann machen wir dann ein cooles Konzert. Ich freue mich tierisch. Ja. Ja. Da geht's richtig ab, Leute. Ja. Da lassen wir die Sau raus, oder? So sieht's mal aus. Wollen wir dann mal so richtig krass die Sau rauslassen, wir drei? Völlig, völlig crazy. Völlig crazy. Das machen wir. Auf jeden Fall. Mal geht es mal. Ja. Ja, aber diesmal so richtig. Diesmal so richtig. André, richtig. Ja, volle okay. Möhre lassen wir die Sau raus. Okay. Hast du dir anders gewollt? Ja, genau. Geil. Fangen wir noch heute an zu trainieren. Ja. Sehr schön. Ja. Trink deine Flasche Wodka. So. Ja. Dann.
Na dann. Bis zum nächsten Mal. Achso, ich weiß ja nicht genau. Ja, nächste Woche ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also kann sein, dass nächste Woche der Podcast ausfallen muss, weil ich ja nicht irgendwie Zeit habe. Aber das sehen wir mal dann. Also nicht wundern, falls der nächste Woche nicht stattfindet. Dann ja, aber dann kommt es ja schon mal mit Vorwarnung, denn genau. Ist ja nicht ganz so schlimm. Dann bleibt schon gesund. Legt euch wieder hin. Kommt alle schön nach Hannover am Sonntag und ja, dann sehen wir uns und hören uns. Lasst mit uns die wieder. Sau raus. Genau. Die Wildsau. Tschüss. Sehr gut, tschüss. Macht's gut.